Hallo und herzlich willkommen, meine Ladies and Gentlemen, hier zum Review vom Segway Navimov. Ich habe jetzt hier die Modellnummer H1500E. Es gibt natürlich aber auch noch kleinere Modellnummern, es gibt glaube ich sogar noch ein H2000E, H850E oder so. Diese Modellnummern besagen eigentlich im Grunde genommen nur, wie viel Quadratmeter Rasenfläche das jeweilige Modell eben befahren kann. Ich kann jetzt hier mit meinem 1500E 1500 Quadratmeter Rasen befahren. Das ist natürlich ein bisschen overpowered, denn so viel habe ich gar nicht. Aber ich bringe mal den Karton auf die Seite, denn ich habe das Ganze schon ausgepackt. Man sieht das Ganze jetzt auch schon hier. Et voilà. Ja, ich habe jetzt hier quasi die Ladestation schon stehen mit dem Rasenmäherroboter. Und hier haben wir das EFLS Leitsystem. Denn das Ganze funktioniert mit GPS. Wir brauchen hier endlich keinen Begrenzungsdraht mehr. Ich hatte ja vorher Rasenmäherroboter von Works zum Beispiel. Und da war es halt eben so, da habe ich sogar noch meine zwei alten da hinter der Kamera stehen. Deswegen gucke ich immer gerade so dahin, wenn ich das sage. Und zwar musste ich bei diesem einen Begrenzungsdraht verlegen. Das heißt, ich habe hier damals auch ein Video gemacht, könnt ihr euch auch noch angucken. Habe hier einen riesen Aufriss gemacht und habe hier überall diesen Begrenzungsdraht verlegt. Den habe ich jetzt auch einfach liegen lassen. Ich habe den jetzt einfach hier im Boden versenkt, da wo die Station stand. Die stand halt vorher hier, ja. Weil, ganz ehrlich, das mit diesem Begrenzungsdraht, da habe ich nie wieder Lust drauf, da irgendwas zu machen. Und ich bin so, so froh, dass ich hier mit dem Gerät von Segway, mit dem Navimov, einfach das Neueste vom Neuesten, das Beste vom Besten, was die Technologie der Rasenmäherroboter aktuell hergibt, mir hier ins Haus oder aufs Grundstück geholt habe. Weil, da ist einfach alles mit drin, was ich brauche. Und das finde ich wahnsinnig gut, zumal halt eben ich nicht mehr diesen Begrenzungsdraht verlegen muss. Ich kann jetzt hier quasi einfach mit meinem Smartphone hier einmal entlang fahren und sage ihm sozusagen mit diesen GPS-Sachen, weil man hat quasi einmal das hier als GPS-Antenne und der Rasenmäherroboter selbst hat auch noch eine GPS-Antenne. Und das Ganze kann man übrigens über WLAN zum Beispiel einrichten oder wir haben auch tatsächlich ein Jahr hier Vodafone mit am Start. Das heißt, auch der Diebstahlschutz läuft zum Beispiel dann da drüber. Und das hat eben einen großen Vorteil und zwar hat das Ding eigenständiges Internet, ist ein Jahr quasi, wenn man es kauft, kostenlos mit dabei und wenn man danach das weiter über Vodafone laufen lassen möchte und nicht über WLAN laufen lassen möchte, dann kann man das für 29 Euro, so knapp 30 Euro für ein weiteres Jahr erweitern, wenn man es halt darüber laufen lässt. Hat halt eben den wahnsinnig großen Vorteil mit dem Diebstahlschutz, dass man das Ganze halt über eine SIM-Karte, die im Gerät verbaut ist, laufen lassen kann. Sprich, wenn einer das Ding mitnimmt, guckt ihr auch auf eurem Smartphone. Ah, da ist das. Fahrt ihr hin, klingelt mal ganz kurz, sagt, hier, kann das sein, dass Sie meinen Rasenmäherroboter mitgenommen haben? Ja, also da auch, finde ich, ein wahnsinnig gutes Feature. Dann ist das Ding hier, wie gesagt, gerade am Laden. Noch was zu erwähnen wäre, ich habe auch nicht die normale Standardausführung, denn ich habe hier vorne noch den Vision Fence Sensor mit drauf. Der Vision Fence Sensor ist im Grunde genommen ein Kameramodul, was einfach hier vorne mit zwei Schrauben, müsst ihr einfach so eine Abdeckung abmachen, dann zwei Schrauben da reinmachen und dann sitzt hier dieses Modul, das hier, sitzt dann da einfach drauf. Ich werde mal gucken, ich werde vielleicht wahrscheinlich noch ein paar Nahaufnahmen euch währenddessen, während ich darüber rede, einblenden. Und ja, dieser Vision Fence Sensor hat auch noch einen sehr großen Vorteil und zwar gibt er mir die Möglichkeit, dass er sozusagen Objekte sieht und sie quasi umfährt und nicht quasi dagegen fährt und sonst was. Und wir haben natürlich auch noch ein Sicherheitsfeature und zwar, wenn der jetzt, ne, man kennt das jetzt zum Beispiel, für den Fall, dass man mal nachts fahren sollen wollte, wovon ich absolut abrate, aber für den Fall, dass, dann haben wir hier quasi auch Sicherheitsfunktionen drin, dass eben die Igelchen nicht überfahren werden. Ja, auch tagsüber, wenn irgendwelche Tiere oder sowas da langlaufen, der sieht das und sagt dann, hier, stopp, hier fahre ich nicht weiter. Und das ist auf jeden Fall eine wahnsinnig gute Sache. Ich hole jetzt nochmal mein Smartphone mit raus, dann zeige ich euch nämlich mal, wie die Einrichtung funktioniert, dass ich ihm sage, wo meine Rasenfläche ist. Bis gleich. Ich gehe jetzt einfach mal hier ganz kurz her, gehe in die App rein und möchte euch hier einfach schon mal ein paar Sachen zeigen. Und zwar haben wir hier unter anderem den Mähzeitplan. Hier seht ihr, habe ich eingerichtet, immer von 13 bis 14 Uhr. Ja, das heißt, hier Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag oder vielleicht, ich glaube es eher andersrum,
ja, nee, doch Sonntag, Montag, Dienstag. Ja, genau, so wird es von der Reihenfolge sein. So habe ich das eingerichtet. Dann habe ich hier die Schnitthöhe. Die kann ich einfach in der App on the way, also on the run, kann ich die hier einfach ändern. Ich habe sie auf 35 mm, weil das ist so mein Wohlfühl-Ding. Gehen wir hier wieder zurück. Hier haben wir die Kartenverwaltung. Da seht ihr aktuell die aktuelle Karte, die ich jetzt gemacht habe. Ich bin noch nicht so 100% zufrieden. Man muss da immer ein bisschen rumprobieren. Ich kann euch aber jetzt gleich, wenn wir die Karte mal machen, schon mal so ein paar Tricks und Tipps mit auf den Weg geben. Denn Hinweis schon mal, man muss hier auf das Licht von dem Rasenmäherroboter achten. Leuchtet das durchgängig blau, heißt es, wir haben ein GPS-Signal und das Ganze läuft auch quasi vom Tracking her über GPS. Fängt das Blaue an zu blinken, also dass wir kein durchgängiges blaues Leuchten mehr haben, sondern ein blaues Blinken haben, dann bedeutet das, der Rasenmäherroboter hat aktuell keinen Empfang, keine freie Sicht auf den Himmel. Das ist nämlich ganz, ganz, ganz wichtig. Diese Station, ja, und den Rasenmäherroboter dorthin stellen, wo ihr eine freie Sicht zum Himmel habt. Deswegen habe ich ihn auch nicht hier hinten in die Ecke gestellt. Das war nämlich ursprünglich mein Plan, ja, weil der hätte super schön in diese Ecke gepasst. Nein, ich habe ihn hier in die Mitte hingestellt, denn hier hat sowohl die EFLS-Antenne freien Sicht zum Himmel und auch der Rasenmäherroboter selbst. Das ist nämlich sehr, sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, wenn der jetzt beim Umfahren blau anfängt zu blinken, bedeutet es, er hat jetzt gerade nicht den besten freien Sicht, die beste freie Sicht zum Himmel. Und deswegen ist es halt eben so, dann müsst ihr aufpassen, weil dann berechnet er den Track sozusagen anhand der Radbewegungen. Das bedeutet, wenn der blau am Blinken ist und eure Räder drehen durch, dann ist natürlich auch das Tracking der Umrandung nicht sauber. Das heißt, achtet wirklich darauf, gerade dann, wenn der blau blinken sollte, müsst ihr sehr vorsichtig, sehr langsam, sehr akkurat fahren, ohne dass da irgendwelche Raddurchdrehungen stattfinden. Ja? Zur Not halt einfach dann nochmal machen und nochmal machen, so lange, bis ihr das einmal geschafft habt, ohne dass die Räder durchdrehen an den Stellen, wo das eben blau blinkt. Das ist schon mal eine wichtige Sache. Wir werden die Map hier gleich nochmal löschen und sie komplett neu anlegen, damit ihr seht, wie das funktioniert. Dann schauen wir hier nochmal. Wir haben den Regensensor, den habe ich aktuell aus. Lag einfach daran, es hat jetzt die ganze letzte Woche, es war nur bewölkt, es hat nur geregnet. Heute ist der allererste Tag, wo ich jetzt mal hier filmen kann, wo ich jetzt mal ein bisschen Sonne habe. Jetzt auch nur für 2 Stunden. Danach soll es wieder anfangen. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, schnell Kamera raus und los geht's. Ist an einem Samstag jetzt übrigens, genau, deswegen aber Regensensor werde ich wahrscheinlich wieder anmachen, denn das macht Sinn, ihn anzulassen, aus folgendem Grund. Ihr müsst euch vorstellen, euer Rasen ist nass, der ist feucht oder es ist sogar gerade am Regnen und der Rasenmäherroboter läuft, ja, 13 Uhr habe ich eingestellt, 13 bis 14 Uhr und in dieser Zeit würde es regnen, angenommen. So, der fährt jetzt hier lang und das Schnittwerk mäht den nassen Rasen. Was ist mit nassem Rasen das Problem? Der fängt an zu kleben, zu pappen und das ganze Schnittwerk unten wird komplett mit diesem klebenden Rasen zugesetzt, anstatt dass der einfach gemulcht wird und hier liegen bleibt. Das ist bei trockenem Rasen wesentlich besser, deswegen Regensensor am besten anlassen, damit der bei Regen oder bei Nässe, ja, der hat hier oben so quasi so 2 Kontakte, wenn die quasi durch Wasser miteinander verbunden werden oder kurzgeschlossen werden, dann weiß der Rasenmäherroboter, es ist Regen, es ist nass, ich fahre nicht. Das macht nämlich keinen Sinn, das ganze Schnittwerk klebe ich mir damit voll. Das kann man zwar beheben, ne? Man dreht das Ding um, macht das sauber, muss man sowieso alle paar Wochen mal machen, aber wenn er ständig halt fährt, wenn es nass ist, dann geht das wesentlich schneller. So, Diebstahlschutz. Und hier ist das eben, was ich angesprochen habe, eben was ich meinte mit der Vodafone-SIM-Karte. Hier mein Meer finden, kann ich nämlich jetzt hier aktuell drauf gehen. Und ihr seht da direkt meine Adresse, Kantstraße 22 35 112 Frohnhausen. Und keine Sorge, nein, ich habe meine Adresse nicht geleakt. Das ist meine Adresse, aber das ist sowieso meine Adresse, die auch in meinem Impressum sowieso drin steht. Und meine Rufnummer im Übrigen kann man dort auch finden, was jetzt kein Aufruf an die Leute da draußen ist, mich anzurufen in Rhein. Diese ist nämlich nur für geschäftliche Zwecke dort hinterlegt. Aber ne, quasi, ihr seht das jetzt hier, ich kann hier ganz genau sehen, wo sich das Gerät befindet. Und wenn sich das Gerät jetzt quasi von hier wegbewegen würde, wenn irgendeiner das mitnehmen würde, ja,
Die SIM-Karte ist hier in dem Gerät verbaut. Das Gerät selber ist mit einer PIN gesperrt. Das heißt, es kann nicht ausgeschaltet werden, einfach so. Das kann nicht die PIN geändert werden oder sonst was. Das heißt, das Gerät kann außerhalb meines Grundstückes sowieso nicht zum Einsatz kommen. Denn sobald es irgendwo außerhalb ist und ist an, kann ich in meine App reingehen, weiß genau, wo das Ding ist, klingel da und sag, hier, rück meinen Rasenmäherroboter wieder raus, du Dieb. Genau. Ist auf jeden Fall cool, dass wir das halt hier eben mit am Start haben. Hier kann man auch noch die Geofence-Erweiterung aktivieren etc. pp. Also Diebstahl, richtig geil. Hier PIN-Code gibt es hier wie gesagt in der App. Dann haben wir hier Lichteinstellungen, die kann man jetzt aus- oder anmachen. Dunkler Modus an oder dunkler Modus aus. Bei Aktivierung wird die Beleuchtung des Gerätes während der Nacht automatisch gedimmt. Sie können auch die Start- und Endzeit für diesen Modus anpassen. Ja? Habe ich jetzt nicht gemacht, weil ehrlich gesagt, ich finde das hammergeil, dass der nachts schön am Leuchten ist, auch wenn der, ich habe ihn ab und zu mal auch nachts fahren lassen, wenn ich halt dabei gewesen bin, einfach nur mal um zu gucken. Ja, weil gerade in den ersten Tagen, ich wollte ja spielen, ich wollte ja gucken, ich wollte ja machen, ich wollte es auch mal, wenn mal ein Freund vorbeigekommen ist, abends nochmal auf eine Zigarette, habe ich gesagt, komm, ich mach das Ding mal an, guck mal, guck mal. Ja, man ist ja auch schon irgendwo ein Stück weit stolz und ich, ganz ehrlich, ich feiere das Gerät. Dann haben wir hier die Soundeffekte. Warte mal, kann ich die jetzt auch mal einfach aus und wieder anmachen? Macht er dann? Ja, okay, macht er jetzt nur einmal blim. Die Soundeffekte würde ich euch empfehlen anzulassen, wenn es euch nicht stört. Ich mag das halt, ich finde das witzig, weil hin und wieder stoppt er sozusagen die Klingen und wenn er die dann startet, macht er so ein Fing, das klingt wie in so einem Anime, wenn einer so ein Schwert zieht oder so. Also finde ich richtig cool. Muss man aber mögen, ja, vielleicht viele von euch könnte es eventuell stören, dann sagt ihr, komm, mach das Ding einfach aus, die Soundeffekte brauche ich nicht, Spielerei, die brauche ich nicht. Ich finde es cool, könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Ja? Dann hier die Blade-Halt-Sensoren. Das ist ein Sicherheitsfeature, was ich wahnsinnig gut finde. Ich habe einen Sohnemann, der ist 3 Jahre alt, der findet den Rasenmäherroboter auch mal interessant, wenn der vielleicht am Rumfahren ist. Was passiert aber, wenn ich eine Sekunde nicht hingucke und er packt vielleicht da jetzt irgendwo ans Schnittwerk? Ja, die Verletzungen, die möchte ich mir gar nicht ausmalen. Aber, gar kein Problem, Blade-Halt-Sensor, wenn man sich hier quasi zu nah nähert und hier dran kommt, Mähwerk geht instant aus. Es passiert nichts. Ja, das Schnittwerk hält sofort an, keine Klingen mehr, die da rumgewirbelt werden. Und das ist auf jeden Fall deutlich, deutlich sicherer, wie wenn das einfach anbleiben würde. Ja? Also auch das wahnsinnig gut, auch wenn man hier zum Beispiel an kleinere Tierchen denkt oder an kleine Kinder, egal was, an Tiere, Hunde, Katzen, ja, alles das, was sich quasi dem Rasenmäherroboter nähern könnte, was sich verletzen könnte, wird dann nicht mehr verletzt, eben weil das Schnittwerk einfach sagt, Blade, halt. Ja? Finde ich ziemlich geil. Also da haben die wirklich mitgedacht, gefällt mir sehr gut. Aber ich meine, gut, Segway, man kennt ja Segway auch hier, die sind ja mit diesen wie heißen diese? Ja doch, diese Segways, sag ich jetzt halt einfach dazu, diese fahrenden auf 2 Rädern Dinger. Das heißt, die kennen sich schon so ein bisschen mit Robotik, beziehungsweise halt mit der smarten Fortbewegungstechnologie kennen die sich schon aus, eben auch was Sicherheitsfeatures betrifft und haben das hier natürlich auch angewandt, was sie wissen. Und das haben die schon gut gemacht. Geräteverwaltung, Netzwerkverwaltung, genau, hier kann man halt eben sein Netzwerk noch einrichten, sein WLAN, müsste man hier, genau, einmal LTE, seht ihr, Vodafone, läuft ab am 4.5.2024, das heißt, ne, seit dem 4.5. bin ich das Ding hier am Rumprobieren, am Rumtesten und Wi-Fi habe ich jetzt aktuell nicht eingerichtet, kann man aber, ne, wie gesagt, könnte ich jetzt hier einfach machen, falls ich eben das nicht über Vodafone laufen lassen würde. Ich würde euch aber raten, die 30 Euro im Jahr investiert die, weil diese Sicherheit, dieser Diebstahlschutz, ich meine, das Gerät kostet einiges. Und gut, ich lebe jetzt hier in der Nachbarschaft. Ich glaube nicht, vor allem auch mein Grundstück ist komplett kameraüberwacht. Ich glaube nicht, dass hier irgendeiner herkommt und sagt, oh komm, ich schnapp mir mal das Ding weg. Aber man weiß es nicht. Und je nachdem, in welcher Umgebung ihr halt eben wohnt, wenn ihr dieses Feature mitnutzt, ihr habt es gesehen, ich gehe einfach in die App rein, ich weiß genau, wo steht das Ding. Also das ist schon echt ein super geiles Feature. Firmware-Version hier hat man auch, in letzter Zeit habe ich das immer öfter mal gesehen, da kommen immer mehr Updates und Updates und Updates, also für alles Mögliche. Das ist schon interessant. Gerät trennen, klar, falls ihr das irgendwie verkaufen wollen würdet oder so, müsst ihr das natürlich hier von eurer App raus trennen. Und dann könnte man hier noch ein Gerät wechseln oder noch ein weiteres sogar hinzufügen, falls man das möchte. Ich schau mal ganz kurz, was haben wir hier in der App. Konto, Sicherheit, Sprache, Service, Hilfe. Genau, Service und Hilfe ist hier auch mit dabei. Hilfecenter.
Benutzerhandbuch haben wir hier quasi auch immer mit drin, falls wir irgendwas mal nachschauen möchten, kann ich jetzt hier zum Beispiel reingehen und ins Hilfecenter zum Beispiel auch haben wir hier Support eben mit drin in 12 verschiedenen Sprachen und kann hier dann einfach quasi, falls ich irgendwas nachlesen möchte, das nachschauen. Aber müsst ihr gar nicht immer, weil wenn da mal eine Fehlermeldung kommt, habt ihr hier oben rechts die Benachrichtigungen und ihr seht, ich hatte heute zum Beispiel Fehler bei der Bewegungsplanung. Ja, da musste ich einfach einmal auf den großen Stopp-Knopf hier drücken. Das ist, weil ich hier ein bisschen was rumprobiert habe mit verschiedenen Rasenmustern. Und ne, ich habe das optimale Muster für mich quasi schon eigentlich rausgefunden, aber ich wollte halt schon mal vorher noch mal ein bisschen rumexperimentieren, wie man es nicht macht zum Beispiel und was dann für Fehler eben auftreten können, wie zum Beispiel dieser Fehlercode hier. Ne, ihr seht ja sogar, steht einfach, bitte stellen Sie den Mäher auf eine ebene Stelle innerhalb der Begrenzung, drücken Sie die Stopptaste, um den Fehlercode zu löschen und drücken Sie Mo plus OK, um den Mähvorgang fortzusetzen. Also besser als das geht's gar nicht. Der sagt einem genau, was man machen soll und wie das Ganze dann eben zu funktionieren hat. Jetzt haben wir 45%. Ich würde sagen, ich pausiere ganz kurz die Aufnahme. Wir warten, bis er 50% geladen hat. Denn wir brauchen, um einen neuen Track anlegen zu können, brauchen wir 50% Akkuladung im Rasenmäherroboter mindestens und auch mindestens 50% Akku auf dem Smartphone. Und zudem ist es wichtig, dass, wie gesagt, freier Himmel von der Antenne aus und freier Himmel vom Rasenmäherroboter aus. Ihr könntet theoretisch, weil wir haben hier ein richtig langes Verlängerungskabel dabei, könntet ihr theoretisch auch einfach die Antenne an irgendwie eine höhere Stelle, ich könnte das jetzt hier an die Mauer oben machen oder eben an meinen Dachgiebel oder sonst wohin, könnte man auch machen. Ich habe es allerdings hier an die vorgesehene Stelle in der Station, da ist nämlich extra eine Aussparung, habe ich das extra hier so mit dabei gepackt, weil mir das komplett ausgereicht hat. Genau, wie gesagt, wir machen jetzt einfach einen kleinen Cut und dann zeige ich euch gleich, wie wir hier schön einmal den Track aufnehmen und erfassen, was unsere Gartenfläche ist. Bis gleich. So, dann bin ich wieder da. Wir haben jetzt 51%. Ich gehe also nochmal hier oben links auf das Menü, gehe hier auf Kartenverwaltung. Verbinden Sie das Gerät erneut. Okay, warte, Kartenverwaltung. Ich glaube, ich muss die App einmal schließen und nochmal neu aufmachen. So, jetzt müsste er gleich sagen Connected oder so. Genau, Connected sagt er. Gehen wir nochmal hier oben drauf. Kartenverwaltung. Und jetzt lösche ich hier diese Karte. Trotzdem löschen. Und jetzt sagen wir hier Karte erstellen. Jetzt macht er hier eine kleine Vorbereitung. Das könnt ihr euch alles ganz genau angucken, auch generell beim Einrichten. Ja? Der zeigt dir die ganze Zeit die ganzen Videos etc. pp. Du kannst sie auch am Anfang nicht überspringen. Ist auch gar nicht so schlimm. Mag vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen nervig sein, der selber rumprobieren möchte. Aber vertraut mir, schaut euch die Videos an, weil das zeigt genau perfekt, wie man es machen soll. Ihr habt ja hier an der Seite natürlich noch so ein kleines Pappding dabei. Hier ist auch so ein Pfeil. Müsst ihr einfach darauf achten, das Dreieck quasi von dem Pfeil muss genau die Aussparung hier auf dem Weißen davon sein. Also man kann es quasi gar nicht falsch machen. Das ist, um diesen Abstand von 15 cm zum Rand hinzubekommen. Solange ihr allerdings GPS-Signal habt, also sprich, dass das Ding durchgängig blau leuchtet, kann man auch ein bisschen näher an den Rand fahren, ja? Also mal so 10 cm oder so, ja, also werdet ihr gleich sehen, werde ich nämlich auch ein bisschen mal näher machen. Genau, dann macht er hier einen kurzen Check, Bluetooth verbunden, mehr arbeitet normal, mehr Akku ist mehr als 50%, das ist das, was ich euch eben gesagt habe, mehr ist in der Ladestation und GPS ist aktiv. Das macht er, diesen kurzen Check, weil das muss alles aktiv sein, damit das Ganze funktioniert. Ich gehe jetzt hier auf Weiter. Lineal befestigt, ne? Hier seht ihr, da ist auch das Dreieck und das Dreieck da. Lineal ist befestigt, sagen wir jetzt einfach mal, ist nicht, aber ich mache das mit Augenmaß. Genau, dann müssen wir hier gucken. Also Rasen sollte vorher einmal schon mal gemäht sein. Und dann kann ich jetzt hier auf Kalibrieren klicken und dann fährt der aus der Ladestation raus. So, und jetzt klicken wir hier auf Start und dann hier rechts auf der Seite Kartierung starten. Dann sage ich hier, okay, verstanden. Fahren Sie mir per Fernbedienung an den Startpunkt. Das machen wir jetzt einfach mal kurz. Ja, genau, jetzt haben wir natürlich wieder eine Wolke da, aber ist jetzt halt so. Und jetzt fahre ich einfach mal hier. Ja, jetzt sagt er hier, ne, wir haben noch nicht angefangen. Es geht quasi erstmal nur darum, dass man versteht, wie die Steuerung funktioniert. So, ich fahre jetzt einfach mal hier so hin und sage ihm, hier ist jetzt mein Startpunkt, also genau hier. Und jetzt sage ich Startpunkt erreicht.
So, Kartierung starten. Und jetzt fahre ich hier einfach ganz vorsichtig hier entlang und schaue, dass ich jetzt halt hier ungefähr diesen Abstand von eben 15 cm einhalte. Ich mache jetzt hier einfach 10 cm, weil ich habe ein durchgängiges blaues Leuchten. Was heißt, hier das Tracking funktioniert aktuell per GPS. Und deswegen kann ich hier ruhig auch ein bisschen näher dran. Wichtig, ihr könnt hier quasi etwas mehr oder etwas weniger nach vorne oder nach links und rechts drücken. Weil ihr könnt den Rasenmäherroboter auch schneller fahren lassen. Rate ich euch aber dringlichst von ab. Fahrt wirklich hier in ungefähr dieser Geschwindigkeit sehr langsam einfach. Haltet immer auch ein bisschen Abstand zum Rasenmäherroboter, damit man halt eben dem Rasenmäherroboter den freien Himmel gewährleistet. Ja, jetzt habe ich natürlich hier direkt eine Wolke über mir. Deswegen ist auch die schöne Beleuchtung weg, wie wir sie eben hatten. Aber ist ja nicht so schlimm. Das kann halt mal vorkommen. Gehen wir jetzt hier einfach nochmal ein bisschen lang. Ist tatsächlich jetzt nur eine etwas dunklere Wolke. Ich lasse jetzt hier, wie gesagt, ein bisschen Abstand zum Rand. So, fahren wir hier entlang. Bisschen Abstand halten. Man kann sowieso nicht den ganzen Rand mitmähen. Das funktioniert leider sowieso nicht. So, jetzt hier eben. Hier ist ganz wichtig, dass ich genug Abstand halte. So. Weil jetzt zum Beispiel an der Mauer hier, ne, kann der ja eh nicht den Rand mähen. Das funktioniert ja nicht. Das Schnittwerk ist ja unten drunter und nicht an der Seite rausgucken. Das wäre ja auch viel zu gefährlich. Ja? Jetzt fahre ich hier schön entlang. Lass hier, wie gesagt, meinen Abstand, den ich eben angesagt habe. So, fahre jetzt hier lang. So. Bis hier hin. Dann drehe ich. Fahre hier wieder ein Stück so. Und auch hier halte ich jetzt meinen Abstand ein. Weil am Rand muss man sowieso hin und wieder mal einfach dann mit so einem Rasentrimmer langfahren. Ist aber ja, sage ich mal, kein großer Akt. Übrigens nicht wundern, dass ihr hier zwischendurch mal so ein paar dunklere Stellen seht. Ich hatte von meinem alten Rasenmäherroboter ein paar Löcher im Rasen, weil der hin und wieder so manche Stellen hatte, wo der sich festgefahren hat. Und auch da habe ich hier schon inzwischen ein bisschen was aufgenommen, wie er hier damit umgeht, wenn man sich mal ein bisschen festfährt. Und ich finde, er macht das deutlich besser und hinterlässt halt nicht so viele Krater im Rasen. Ja, also da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr happy drüber, wie das jetzt hier mit läuft. So. Hier jetzt richtig aufpassen, dass der Abstand eben da ist. So. Und jetzt fahre ich hier einfach so ein bisschen drüber. So, dreh mal kurz die Kamera hier, dass wir das auch noch mit reinbekommen. So, dass ihr hier auch seht, was ich da mache. Bumm. So, und dann fahren wir hier einfach weiter. Und hier fahre ich jetzt einfach zur Hälfte so auf der Terrasse drauf. Ja, weil, aber so, dass das Schnittwerk, also die Mitte von dem Schnittwerk sozusagen noch auf der Rasenkante langläuft, damit ich halt hier, wenn der so lang fährt, quasi den... Ja, die Rasenkante halt auch noch mit mähe. Also ruhig an der Stelle, wo ihr quasi eine ebenerdige Terrassenplatte jetzt so daneben habt, wie ich jetzt hier zum Beispiel, ist das gar kein Problem. Da kann man einfach hergehen und kann so ein bisschen überlappend fahren. Jetzt fahre ich bis hier vorne hin. So, noch ein Stück weiter. So, hier drehe ich. Und fahre jetzt hier hinten drüber. Hier habe ich auch ein bisschen, hier muss ich sehr aufpassen, weil hier hinten habe ich einfach ein bisschen Moos hingelegt. Und hier ist sehr viel neue Erde, weil hier hinten hat er sich immer richtig eingebuddelt, der andere Rasenmäherroboter. Also das war wirklich alles andere als gut, leider. Aber was will man machen? So, fahren wir hier lang schön. Immer hier, wie gesagt, der Abstand ist hier gerade sehr wichtig, weil wir hier auch diese ganzen Balken und Pfosten und sowas haben. Also da müssen wir wirklich sehr aufpassen. Hier jetzt auch wieder. Ich versuche schon relativ nah dran zu fahren, aber auch nicht zu nah, weil ansonsten fährt er sich unter diesem Pfosten da fest und das wollen wir auf keinen Fall. So, hier auch fahre ich wieder ein bisschen drüber. So,
so wie gesagt, dass ungefähr die Mitte von dem Mähwerk genau auf der Rasenkante ist. Also quasi hier, das Mähwerk sitzt ja hier drunter, dass das so ungefähr auf der Rasenkante halt eben ist. Ne? Das kann man so ruhig mal machen. Und das mache ich jetzt vor allem auch hier, hier bei dem Weg. Ja, hier mache ich es jetzt einfach so, dass ich jetzt hier quasi einmal so um die Ecke fahre. Und jetzt bin ich ja eben ein bisschen weiter außen gefahren. Jetzt fahre ich hier wieder auf die Linie zu. Ihr seht das auf der Karte hier. Aber nicht komplett, sondern nur bis hierhin. Und dann mache ich quasi hier wie so einen kleinen Korridor. Fahre ich jetzt hier rüber. Wieder auf die Rasenkante von hier. Drehen hier. Jetzt seht ihr, habe ich da so einen kleinen Korridor erstellt. Ist aber nicht schlimm, weil trotzdem habe ich überall die Rasenkanten so mitgenommen, dass er da überall drüber fährt und mäht. Und jetzt machen wir das gleiche hier auch wieder. Fahren wir hier wieder an den Rand. Ich glaube, es müsste jetzt auch in der anderen Kamera wieder mit drin sein. Jawohl. So. Und hier hinten haben wir auch wieder ein bisschen Erde hinzugefügt. Auch hier fahren wir wieder bis ganz vor Kopf. So. Jetzt gehe ich wieder dahinter, weil dann kann ich besser gucken. Genau, Abstand haben wir hier eingehalten. Das ist gut. Hier auch jetzt ganz langsam nur vorwärts fahren. Und dann einen kleinen Tipp, den ich euch jetzt gleich noch mitgeben werde. Und zwar, in der Anleitung steht eigentlich, dass man den die Station umfahren soll. Machen wir jetzt aber nicht. Wir fahren einfach komplett drüber. Jetzt hier wieder in die Ecke. Hier auch wieder gucken, dass ich meine 15 cm habe. Oder ne, ich mache quasi ungefähr eher 10 cm, glaube ich. So. Und jetzt fahre ich hier einfach einmal drüber. Ups, muss hier einmal ganz kurz ein bisschen nachhelfen. Genau das könnt ihr nämlich machen, wenn der so ein bisschen durchdreht, einfach so von hinten kurz. Nicht schieben, sondern wirklich nur unterstützen, dass er nicht durchdreht. So, jetzt sind wir quasi hier wieder in diesen Kreis gekommen. Ihr seht das hier auf der App, in diesen Kreis von, ne, weil das hier jetzt quasi geschlossen ist. Jetzt klicke ich hier auf Fertig. Dauert ein bisschen. Glückwunsch, jetzt wissen Sie, wie Sie eine Begrenzung festlegen. Tippen Sie auf Weitere hinzufügen, um Kartierung fortzusetzen. Könnte man jetzt auch machen, könnte jetzt hier hinzufügen, könnte jetzt irgendwelche Sachen noch einfügen oder so. Brauchen wir aber nicht. Wir klicken einfach auf Karte speichern, weil ich habe ja hier zwar mehrere Rasen, also ich habe jetzt 1 und 2 Rasenflächen eigentlich, aber ich habe ja diesen kleinen Trick gemacht mit quasi einmal hier ein bisschen außen und hier ein bisschen innen und dann habe ich quasi wie so einen Korridor hier vorne gelassen, der aber trotzdem gemäht wird. Deswegen ist es gar kein Problem. Jetzt klicke ich hier auf Fortfahren. Jetzt könnt ihr hier noch ein bisschen rauszoomen und ihr seht das jetzt hier. Im besten Falle ist jetzt eure Umrandung blau, im allerbesten Fall. In meinem Fall seht ihr, die ist hier grün an manchen Stellen und an manchen Stellen gelb. Ja? Grün ist absolut noch okay, gelb heißt, okay, da ist nicht ganz so viel Signal da. Aber blau wäre hier optimal, habe ich jetzt hier halt eben nicht. Ist halt wie gesagt auch ein bisschen bewölkt gewesen jetzt gerade. Aber alles nicht so schlimm. Wir haben trotzdem eine saubere Kartierung, weil der Rasen ist jetzt auch ungefähr wirklich so, wie ich jetzt hier quasi stehe. Das heißt, hier vorne hin habe ich quasi diese Zunge, ne, mit dieser runden Ecke da hinten. Dann geht es hier, da geht es eine Treppe runter. Dann geht es hier wieder hoch. Hier ist dieser kleine Korridor halt auch einmal, wo es halt hier ein bisschen eine Verengung ist. Dann geht es einmal hier lang. Dann habe ich hier vorne ja auch den kleinen Korridor gelassen. Und dann habe ich quasi hier hinten die separate Rasenfläche und dann hier da, wo die Station ist, das ist halt quasi hier die Rasenfläche. Ne? Und hier zwischendurch ist halt noch mein Weg, den kann man hier auch erkennen, da wo es dunkel ist. Ich klicke jetzt hier einfach auf Fertig. So, und jetzt könnte ich halt auch einfach, 50% haben wir noch, jetzt auf Mow klicken. Und dann, ihr habt das Geräusch vielleicht sogar gehört, man hört quasi, dass er jetzt loslegt. Und der fährt jetzt hier einfach so ein bisschen durch die Gegend. Sucht jetzt quasi erstmal seinen Startpunkt, wo er anfangen möchte. Ja, also das bedeutet aber nicht, dass er zwangsläufig sich hier den Startpunkt sucht, den ihr angelegt habt. Ja, sondern das bedeutet einfach nur, dass er sich jetzt irgendwo einen Startpunkt sucht am Rande der Linie. Meistens wird das allerdings auf der rechten Seite sein. Ihr seht jetzt hier auch auf der Karte, er fährt, also man sieht quasi hier auch auf der Map, wo er gerade im Garten lang fährt. Ich kann das ja gerade auch mal hier mit der Kamera wieder verfolgen.
Ja, drehen wir mal einfach die Kamera wieder nach dahin um. Bumm. So. Und man kann das jetzt hier, wie gesagt, auch auf der Map sehen, wo er jetzt gerade lang fährt. Aktuell eben, wie gesagt, nach hier hinten. Und das habe ich jetzt auch schon festgestellt in den letzten Tagen. Der fängt irgendwie immer hier vorne an dieser Landzunge, sag ich jetzt mal an. Hier an dem Blumenbeet hier an der Ecke. Und hier an der Seite muss ich halt wirklich sehr aufpassen, weil hier geht es sehr steil runter. Genau, jetzt hat man das Geräusch gehört, dass die Klingen angehen. Hört es auch, wenn man so langsam, wenn man so leise hinhört. Ist halt wirklich auch sehr, sehr, sehr leise. Ich kann euch ja mal jetzt hier einblenden, wie viel Dezibel das sind, weil ich habe jetzt kein Dezibel-Messgerät da, aber auf der Webseite wird angegeben, wie viel Dezibel das sind. Und es ist halt wirklich nicht laut. Also ich stehe jetzt hier direkt daneben. Ihr merkt hier, selbst wenn ich jetzt hier ein bisschen näher dran gehe, ja, man hört nichts. Ja, ich wollte jetzt nicht zu nah dran gehen, weil sonst gehen die Klingen jetzt halt eben direkt aus. Das möchte ich jetzt eben ein bisschen vermeiden. Und wenn man jetzt hier genau hinguckt, ihr seht das jetzt hier auch, diese dunkelgrauen Stellen, ja, der zeigt quasi an den Stellen, er zeigt auch schon an, wo er jetzt schon ein bisschen gemäht hat. Ne? Ihr seht das, verfolgt er jetzt hier. Da mäht er jetzt quasi schon einmal am Rand entlang. Das macht er nämlich als erstes. Der fährt jetzt quasi, wie gesagt, immer nach hier unten. Und dann fährt er einmal den kompletten Rand entlang und mäht da schon mal. Ja? Aber erstmal ein bisschen weiter innen stehend und dann fährt er, glaube ich, nochmal sogar lang und fährt dann ein bisschen weiter außen stehend. Dass er da die ganze Rasenkante halt auch eben mitnimmt. Jetzt kommen wir hier wieder um die Ecke. Jetzt ist wieder die andere Kamera. So. Jetzt sieht man hier auch wunderschön. Na gut, das seht ihr jetzt halt eben nicht, weil der halt hier unten ist. Aber ich versuche jetzt einfach mal ganz kurz, den hier so ein bisschen einzufangen, dass ihr seht, was ich meine. Ja. Der fährt jetzt hier wunderbar schön die Rasenkante entlang. Ja, schön, so dass quasi die Rasenkante halt auch schön gemäht wird. Also das ist wirklich super gut, gefällt mir. So, jetzt fährt er noch ein Stückchen und weiß jetzt genau, hier ist der Zaun. Dreht sich, ja, hier muss ich halt ein bisschen aufpassen, weil die Blumenerde da ist halt noch sehr locker, leider. Ja, ja genau, das ist das Problem. Ja, hier war er jetzt gerade ein bisschen am Durchdrehen, weil halt hier logischerweise ich halt diese Blumenerde, die ist halt noch nicht so fest. Ich muss hier auch mal neuen Rasen sehen, so damit das halt alles schön verwurzelt wird, weil das ist halt eben das Problem. Wenn man halt hier so lockere Erde hat, da kann er auch schon mal durchdrehen. Ist jetzt natürlich, wie gesagt, durch die Blumenerde jetzt noch schlimmer als normal. Ja, aber ich trampel das hier einfach alles ein bisschen fest. Ich werde jetzt in den nächsten Tagen hier auch nochmal neuen Rasensamen drüber machen, damit hier auch anständig wieder Rasen wächst, weil dann gibt es hier weniger Probleme. Ne? So, aber er fährt jetzt hier, wie gesagt, einmal noch lang. Ne, auch hier kann man das jetzt wunderbar wieder schön sehen, wie er hier die Kante entlang fährt. Kann man auch hier auf der Karte kann man das auch sehen. Hier fährt er jetzt gerade lang. Und man sieht jetzt quasi hier außenrum, überall da, wo er jetzt schon mal gemäht hat, ist wie gesagt dieses Graue, was er dann hinmalt, sodass man halt am Ende sehen kann, wie viel hat er jetzt. Jetzt hat er aktuell schon 6,5 Quadratmeter abgedeckt, die er schon gemäht hat. Und 8% sind das quasi von meiner gesamten Rasenfläche. Ja. So, jetzt mal gucken, hier fährt er jetzt über die Station. Nee, fährt er eben nicht ganz drüber. Ja, aber deswegen habe ich das halt so gemacht, dass ich drüber gefahren bin, weil der macht das sieht man hier, der macht das automatisch hier so eckig. Ja, das sieht man hier, dass der automatisch so eine Ecke drumherum macht. Und deswegen bin ich einfach drüber gefahren, weil hier rundherum hat man eben nochmal so ein bisschen Rasen stehen und ich wollte, dass davon so viel wie möglich mitgenommen wird. Ja, und das kann man eben erreichen, dadurch, dass man einfach drüber fährt. Ne? Und jetzt fährt er hier wieder seine Runden, fährt quasi entweder jetzt nach da unten oder bleibt hier oben. Er fährt ja quasi ein bisschen hin und her. Ich zeige euch jetzt einfach mal einen Zeitraffer, den ich vor ein paar Tagen schon aufgenommen habe, wo er einfach mal hier im Garten einmal hier und einmal da lang gefahren ist. Das war natürlich noch mit der alten Kartierung. Viel Spaß!
So, und damit sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ihr seht da hinten, die Wolken werden nicht gerade heller, sondern eher dunkler. Vielleicht kann man es sogar noch im Video so ein bisschen sehen. Ich stehe jetzt wieder genau da, wo ich am Anfang des Videos auch stand. Der Rasenmäherroboter fährt da unten noch feuchtfröhlich seine Runden und mäht den Rasen völlig automatisch. Ich muss mich wirklich um nichts mehr kümmern. Ich musste keinen nervigen Begrenzungsdraht verlegen. Ich habe, wie gesagt, den Vision Fence Sensor, der erkennt Objekte. Die Messer halten an, wenn da irgendwas zu nah dran kommt und so weiter und so fort. Ich bin wirklich weit auf. Also ich bin sehr begeistert. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr begeistert. Ja, das ist mein neuer Rasenmäherroboter. Der wird jetzt hier definitiv seine Arbeit verrichten. Ich werde den ganzen Sommer laufen lassen. Den werde ich vielleicht dann auch mal im Winter vielleicht reinstellen. Das habe ich vielleicht mit meinen alten Rasenmäherrobotern nicht unbedingt ganz so konsequent durchgezogen. Aber ja, bei dem Gerät lohnt sich das halt auch schon. Kostet halt auch ein bisschen mehr als meine ehemaligen Rasenmäherroboter, aber kann auch mehr. Und ganz ehrlich, alleine schon, weil ich diesen nervigen Begrenzungsdraht nicht mehr verlegen muss, lohnt sich meiner Meinung nach der Aufpreis auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, ich bin auch begeistert von der Diebstahlsicherung. Jetzt fängt es auch hier ein bisschen an zu regnen, wunderbar. Ein bisschen Sonne, ein bisschen Regen, das wird gleich einen Regenbogen geben. Das ist auf jeden Fall schön. Nee, wie gesagt, Diebstahlsicherung finde ich halt auch mega gut, weil gerade wenn man so ein Gerät hat, was halt auch ein bisschen was kostet, dann ist man sehr froh, wenn es halt eben nicht so einfach Verschwindibus machen kann und man halt einfach zur Not, wenn es Verschwindibus macht, auf der App nachgucken kann, aha, da ist es also hin verschwunden. Finde ich, wie gesagt, sehr, sehr, sehr gut. Wenn der jetzt hier fertig ist, also wenn der fertig gemäht hat, dann wird er einfach auch selbstständig wieder seine Station hier finden, fährt selbstständig wieder auf die Ladestation drauf und lädt dann, ja. Man braucht sich ja übrigens keine Sorgen machen, weil, wie gesagt, jetzt regnet es ja. Das Ding ist komplett wasserdicht, also ihr müsst jetzt nicht hier irgendwie so einen Schuppen drumherum bauen. Das ist komplett wasserdicht. Macht euch da keine Sorgen, das ist ein Gartengerät und das kann auch ein bisschen was ab. Ja? Also da keine Sorgen machen, aber es gibt immerhin trotzdem noch eine ganze Menge Leute, die trotzdem hergehen und da irgendwelche Hütten drumherum bauen. Gibt es auch immer wieder Videos und Bilder irgendwo von zu sehen, finde ich sogar ganz süß. Ich werde es auf jeden Fall nicht machen, ich lasse das Ding so, wie es ist. Und vielleicht werden wir ja sogar nächstes Jahr einfach mal ein kleines Update-Video hierzu machen, wie ich so quasi nach einem Jahr mit diesem Rasenmäherroboter gelebt habe. Ich denke mal, ich werde dann immer noch sehr zufrieden sein, weil auch jetzt schon nach den wenigen Tagen bin ich weitaus mehr begeisterter von diesem Gerät als von meinen anderen Rasenmäherrobotern, die ich schon getestet habe. Deswegen, ich bin super zufrieden. Und jetzt haben wir hier Regen und Sonne gleichzeitig. Es ist halt wirklich... Normalerweise sagt man doch, der April macht, was er will. Jetzt haben wir aber Mai. Naja, ist ja egal. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Däumchen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Schreibt ein bisschen was unten in die Kommentare. Was haltet ihr von Rasenmäherrobotern allgemein? Seid ihr auch eher so, ach, ich habe keine Lust, Rasen zu mähen, ich lasse das lieber einen Roboter machen? Oder auch zum Beispiel drinnen, ja, gibt es ja auch die Staubsaugerroboter. Seid ihr da generell so unterwegs? Findet ihr das, diese ganze Automatisierung cool? Ich auf jeden Fall. Und wenn ihr da keine Videos in Zukunft hier auf diesem Kanal verpassen wollt, wie gesagt, ne, Däumchen nach oben, kommentieren und natürlich abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. Kostet euch kein Geld, gibt mir einen großen Support und ermöglicht mir hier weiterhin solche Videos für euch zu machen. In diesem Sinne, haut ihr rein, bis zum nächsten Mal.